Ja, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Abschlussveranstaltung zum deutsch-russischen Themenjahr für Hochschulkooperation und Wissenschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir wirklich eine große Freude, mich zum Abschluss dieses äußerst erfolgreich verlaufenden Themenjahres an Sie alle wenden zu können. Leider ist es mir nicht möglich, persönlich an der Paneldiskussion zwischen Berlin und Moskau teilzunehmen. Umso mehr möchte ich auf diesem Wege den federführenden Ministerien unserer beiden Länder für diese Initiative danken und allen beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Erreichten sehr, sehr herzlich gratulieren. Gerade in den letzten beiden Jahren von 2018 bis 2020, in denen das Themenjahr viele neue bilaterale Projekte lancieren konnte, ist uns allen die herausragende Bedeutung der exzellenten deutsch-russischen Wissenschaftskooperation immer wieder vor Augen geführt worden. Vor allem auch das laufende Jahr 2020 ist für die deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen und die deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, ein ganz besonderes Jahr. Zum einen feiert die DFG die Gründung ihrer Vorläuferorganisation vor 100 Jahren und somit ein ganzes Jahrhundert erkenntnisgeleiteter Forschungsförderung. Zum anderen feiern wir gemeinsam mit unseren russischen Partnerorganisationen gleich drei Jubiläen der bilateralen Zusammenarbeit. Vor 50 Jahren, also 1970, unterzeichnete die DFG den ersten Kooperationsvertrag mit der großen Akademie der Wissenschaft, der Academy of Sciences of the USSR. Vor 25 Jahren nahm die DFG ihre Beziehungen zur Russian Foundation for Basic Research auf und vor 5 Jahren erfolgte die erste gemeinsame Ausschreibung der DFG mit der neu gegründeten Russian Science Foundation. Auf Grundlage dieser Abkommen und mithilfe unseres DFG-Büros in Moskau konnten wir allein in den letzten 3 Jahren unser Fördervolumen in der Projektförderung mit russischer Beteiligung auf 100 Millionen Euro steigern. Zu den über 300 laufenden Kooperationen zählt auch der erste deutsch-russische Sonderforschungsbereich in den Naturwissenschaften zwischen Dortmund und St. Petersburg, der heute im Rahmen dieser Veranstaltung ausgezeichnet wird. Ganz zu Beginn des Themenjahres, das ja den Hochschulkooperationen gewidmet ist, konnte die DFG ein Abkommen mit der Moskauer Lomonossow-Universität abschließen und dort mit dem DAAD und dem DWIH Moskau die Reihe der deutsch-russischen Nachwuchswochen fortsetzen. Die übrigens anlässlich des Wissenschaftsjahres 2011 initiiert wurden. Allein der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie setzte, wie in allen Bereichen des Lebens, so auch in der Wissenschaft, eine Zäsur. Wie wir unsere weitere Zusammenarbeit unter den Bedingungen der Corona-Krise ausgestalten, das ist das Thema der folgenden wichtigen Podiumsdiskussion. Lassen Sie mich dazu lediglich das Folgende umreißen. Die DFG hat mit einer Vielzahl von Initiativen auf die Corona-Pandemie reagiert. Seit dem Ausbruch stellen wir 175 Millionen Euro als Soforthilfe für laufende Projekte bereit. Zur besseren Erforschung von Pandemien haben wir im März eine thematisch breit angelegte Ausschreibung gestartet, an der sich zahlreiche internationale Organisationen beteiligen, auch die Russian Foundation for Basic Research. Gerade in diesen Zeiten, wo ganz klar wird, dass die großen Herausforderungen unserer Gesellschaften globale Herausforderungen sind, müssen wir gemeinsam handeln. Wie kaum jemals zuvor gilt es, die internationale Forschung zu koordinieren, Synergien zu bündeln und langfristig wirksame Maßnahmen forschungsgeleitet zu entwickeln. Die DFG hat dazu eine hochrangige interdisziplinäre Kommission für Pandemieforschung eingerichtet, die Bedarfe der Grundlagenforschung identifizieren
und auch das Ausschöpfen ihrer Potenziale über Landesgrenzen hinweg unterstützen sollen. In diesem Sinne ist auch die diesjährige Nachwuchswoche dem Thema Pandemieforschung gewidmet. So, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unserer beiden Länder gemeinsam Ideen und Lösungen entwickeln können. Da es also trotz Corona-Beschränkungen viele bilaterale Aktivitäten gibt, die uns über das Themenjahr hinaus begleiten werden, darf der Blick in die Zukunft zuversichtlich stimmen. Das hohe Niveau unserer bilateralen Zusammenarbeit und die wirklich herausragende Qualität der gemeinsamen Forschung werden immer wieder zu neuen Kooperationen führen. Unsere wirklich großartigen Wissenschaftskontakte werden die Corona-Krise auf jeden Fall überdauern und auch in politisch turbulenten Zeiten stets eine wichtige Brücke zwischen unseren Zivilgesellschaften sein. Unser Dank gilt daher allen beteiligten Organisationen und Ministerien, die mit diesem Themenjahr unsere Wissenschaftsbeziehungen große Bedeutung beigemessen und hohe Sichtbarkeit verliehen haben. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem wünsche ich Ihnen einen anregenden Austausch auf der heutigen Abschlussveranstaltung.